Hallo und herzlich willkommen, euer King Schiff hier. Ich möchte mit euch heute die Waffe für Gunsmith Part 1 in Escape from Tarkov durchsprechen, welche Teile ihr benötigt, was ihr zu beachten habt, damit ihr die Waffe für die Quest abgeben könnt. Also, let's go! Für alle diejenigen unter euch, die noch viele Quests vor sich haben und richtig am Durchstarten sind und keine Zeit haben, hier sind die benötigten Teile für die Waffe. Wenn ihr sie so zusammensetzt, könnt ihr sie auf jeden Fall ohne Probleme bei Mechanic abgeben. Ich kann das ja auch kurz mal zeigen. Wir gehen kurz auf Mechanic, Task und die Waffe ist bereit zum Abgeben. Für alle anderen schauen wir jetzt einmal ganz in Ruhe rein, wo wir die Teile denn auch herbekommen für die Quest. Als allererstes benötige ich erstmal eine MP133. Diese könnt ihr, nachdem ihr Jäger freigeschalten habt, bei Jäger Stufe 1 erwerben für 23.000 Rubel. Ihr seid dazu nicht gezwungen, ihr könnt auch eine gelootete nehmen von diversen Skiffs, die haben die des Öfteren bei sich. Aber achtet bitte unbedingt darauf, dass die Durability der Waffe auch hoch genug ist. Ihr könnt die Waffe nur abgeben, wenn sie nicht zu doll beschädigt ist. Also da unbedingt darauf achten, wenn man natürlich eine neue kauft, fährt man auf jeden Fall von Anfang an sicherer. Des Weiteren benötigen wir einmal ein Griffstück. Das können wir kaufen bei Jäger Stufe 1. Dann benötigen wir den RK6 Griff. Den kann man bei Skier Stufe 1 kaufen für 7200 Rubel. Dann benötigen wir einmal das MP133 Whale. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, um das Whale zu organisieren. Einerseits findet man es aktuell auch relativ häufig. Ich habe jetzt diesen Vibe schon 3 gefunden, gelootet aus Kisten. Falls ihr aber das Glück nicht hattet, habt ihr die Möglichkeit, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo das war. Und zwar bei Mechanic könnt ihr für eine HDD-Festplatte ein MP133 Whale traden. Oder was auch eine Möglichkeit wäre, ihr könnt eine MP133 ertauschen, die dieses Whale bereits dran hat, für 2 Elite-Zangen und einen Schraubendreher. Solltet ihr das Whale dann haben, benötigt ihr noch einen blauen Laser. Der blaue Laser ist allerdings auch ein Base Gear Stufe 1, nicht Stufe 2, wie er es dann gerade angezeigt hat. Schauen wir einmal kurz rein. Da ist er für 5600 Rubel, einmal der blaue Laser. Und dann benötigen wir noch einen Zylinder, der ist ebenfalls bei Jäger vorrätig. Jäger Stufe 1, also Jäger müsstet ihr dafür dann freischalten, falls ihr nicht das Glück hattet, diesen Zylinderadapter zu finden. Und wir brauchen vorne noch eine Mündungsbremse und die habe ich aktuell selber bei Jäger noch nicht freigeschalten. Die habe ich tatsächlich aus einem Raid mit rausgebracht. Ich weiß nicht, inwiefern es aktuell noch andere Alternativen gibt, vorne für die Mündungsbremse, um die MP133 fertig machen zu können. Aber ich hatte sie glücklicherweise im Raid gefunden. Ich modde gerne, indem ich die Waffe noch händisch auseinandernehme und würde jetzt einfach mit euch die Waffe zusammensetzen. Ziehen wir ein Teil nach dem anderen dran. Griff dran, blauer Laser dran, Schnüffelstück vorne dran. Muzzle Break. Wichtig ist, solltet ihr eine aus dem Raid mitnehmen, die gelootet ist, achtet darauf, dass es ein 6-Schuss-Magazin auch ist, was sich in der Waffe befindet. Und dann schauen wir mal, er zeigt uns jetzt hier schon ein kleines gelbes Häkchen an. Schauen wir einfach mal, ob wir sie denn jetzt so direkt schon abgeben können. Sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, ne? Schauen wir mal. Wir gehen jetzt so wieder auf Trading, Mechanic, auf Task. Und wir sehen, wir können unsere MP133 erfolgreich bei Mechanic abgeben. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Kommt gerne auch in meinem Livestream auf Twitch vorbei. Ich werde auf jeden Fall demnächst noch ein Video für Gunsmith Part 2 fertig machen. Und dann geht das immer heiter weiter. Ich wünsche euch viel Spaß im neuen Vibe, maximale Erfolge. Und bis zum nächsten Mal. Alle Lichter auf Grün. Go, go, go!